was geht ab auf der Suche nach einem Shooter. Der nächste Teil, hier gehen wir wieder rein in Call of Duty Warzone 1 Caldera. Und schauen uns die ganze Sache mal an. Wie sieht's hier eigentlich aus? Was ist hier los? Mal eine Runde Caldera. Ich habe keinen Loadout geändert, alles noch von früher. Ich weiß jetzt schon, dass ich so schnell quitten werde. Ah, warum ist nicht wenigstens noch Verdansk da? Gehen wir denn hin? Ich hab nie wieder eine Monster-Lobby, weil ich leider in Warzone 1 eine Mega-KD habe. Wir gehen trotzdem mal Peak direkt rein, Digga. Digga, warum ist meine Sense so schnell? Warum kommen jetzt schon Loadouts? Meine Sense, wieso ist die denn so schnell? Das gibt's doch gar nicht. Jesus Christ, da spielt man ein bisschen nicht und man ist komplett überfordert mit der Sense, Alter. Holy shit. Du kannst deinen Gegner mit Worten oder Steinen verschwinden. Viel zu schnell. Immer noch, oder? Schade, eigentlich guter Anfang. Den hätte ich eigentlich auch haben können, wenn ich ja, getroffen hätte. Aber mit der Sense eben. Ich brauche jetzt mal wieder ein bisschen reinzukommen. Aber das Spielgefühl ist einzigartig. Oh, so ein 2 Pühe Müll, Alter. Alter, immer nur Müll. Aufgepasst! Und dafür ist halt die ganzen Waffen und so. Ich schnell. Gewinne diesen Kampf und du kommst zurück an die Front. Immer noch schnell, doch, oder? Wenn du verlierst, war's da. Beweise, dass du es noch drauf hast, Soldat. Aber das Gefühl. Diese HDR-Klasse? Lol, ich hab diese HDR. Ja, natürlich trifft der Digga. Du bist zurück. Nein! Schade. Ah, ich hätte treffen müssen. Ich hatte ja keine HP mehr oder hätte wegrennen müssen. Ja, das Problem ist, das war schon wieder. Es gibt hier leider kein. Ja. Rebirth oder von mir aus ja auch Caldera, wo man nochmal wiederkommen kann. Also ich versuche halt dieses Spiel so schlecht wie möglich zu machen, damit alle zu Warzone 2 gehen. Aber das haben sie nicht geschafft, im Gegenteil. Man spielt einfach beides nicht mehr. Das ist halt, so sieht es halt im Moment aus. Die Spielerzahlen sprechen Bände. Beide Spiele nahezu tot. Was die Verhältnisse von Warzone angeht, ne? Also im Vergleich dazu. Zu den Hochzeiten oder zu den normalen Zeiten, Digga. Und jetzt. Krass. Endlich die
Sicherung im Anflug. Abfangen und die Fracht beschlagnahmen. Mal diese HDR-Sache. Noch ein HP. Beim Nachschuss hätte ich ihn aber haben müssen. Krass. Da hätte ich ihn haben müssen beim Nachschuss. Ich hatte halt den MP jetzt auf die Entfernung, aber da hätte ich ihn eigentlich haben müssen. Ich wusste, dass er nochmal P. Der hätte wenigstens. Beweise, dass du es noch drauf hast, Soldat. Er hält sich weg. Scheiße. Die Alarm breitet sich aus. Die neue Sicherheitszone wird markiert. Gemacht. Der Typ hat Ghost. Feindlicher Clusterschlag, passt auf eure Köpfe auf. Oh.
bisschen habe ich auch noch drauf, aber jetzt auch nicht mehr so viel. Ich fühle mich so unwohl. Es kommt mir vor, als wenn ich gerade, wie heißt es hier? Dingszocke. Valorant. Was ihr das gesehen habt. Wo ich halt nichts treffe. Komplett unwohl sein. Weit weg. So weit hört man die Schüsse. Da, ne? Ah, der Lacker, der kleine Lacker. Schade. Hätte ich haben können. Der Sniper-Schuss hätte aber sitzen müssen. Das ist aber sehr Aimbot-mäßig. Könnte ein Cheater sein, der halt mit Auto rumfährt. Ne, Aimbot zwar nicht auf dem Kopf, aber man kann ja woanders. Ja, aber auf dieses Spiel, ja, es ist, die Zeit ist vorbei. Seitdem Caldera da ist. Auch dieses Spiel wird nicht mein Suchtspiel. Ciao, ciao.